Diesen Bericht präsentiert euch Liquimolle. Gut geschmiert in der gesamten Mobilität. Schmierstoffe, Motoröle, Getriebeöle, Hydrauliköle. Additive, Vitamine für den Motor. Fahrzeugpflege, für die Schönheit eurer Mobilität. Für Werkstätten, Reparaturen und Fahrzeugliebhaber. Vom Oldtimer bis Tuningfreund. Bestens geschmiert, läuft gut und lang. Liquimolle. Bravo, Marie! Ein großartiger Renntag heute. Du bist im Vorgänger. Geil! Jetzt gleich mal zum Interview mit mysportmystory.com mit dem Dietmar Scharinger und auf Platz 5 Sam Sulz. Ja, Marie, was für ein toller Tag heute. Zweimal einen Sieg eingefahren. Ja, ist besser gelaufen, wie ihr denkt, Herr. Ja, richtig tolles Rennen. Das hast du richtig beherrscht jetzt. Ja, mein Papa hat einen guten Startplatz gemacht, einen guten Start und dann vorne auf der Welt. Alles Gute, Gratulation, Maurice. Danke. Mono, gestern ein Sieg, heute zwei zweite Plätze, was für ein toller Erfolg, ha? Ja, ich habe probiert, hätte Maurice überholen, aber der ja, kann man heute nichts machen dabei. War er super schnell? Ja, schon. Und der Tobi, hinter dir, stark gewesen, he? Ja, da ist man am Anfang hinten umgepickt, aber dann habe ich irgendwie einen Abstand aus der Fahne. Tobi, wie war der Lauf? Erzähl. Ja, also spannend. Ich bin leider beim Start gestürzt, aber ich bin dann von vorletzter auf vierter gelaufen gefahren. Also ich bin happy. Geht's weiter nach Bergheim und nach Freimund schon, ha? Ja, Bergheim ist auch ziemlich cool. Also letztes Mal, wie wir dort waren, haben sie es ziemlich cool hergekriegt gehabt und ja. Das Darko Racing Team, der Präsident Bruno Dahmann, heute wieder ein Erfolg von deinem Sohn Bruno, der ein tolles Rennen gefahren ist. Zwei tolle Rennen, zweimal zwei Plätze. Ja, muss ihm gratulieren. Er hat zwar gesagt, er wird schauen, ob er vielleicht einen Holschutz, weil er schon wieder Geld verdienen möchte. Das ist sich leider nicht ausgegangen, aber er ist zweimal super gefahren. Bin sehr zufrieden mit ihm und mit den Leistungen vom gesamten Team. Auch von den anderen, ihr Siegler und der Rest der Mannschaft. Also es war wirklich eine super Sache und ein großes Lob an die Veranstaltung, dass da in dem Fall der Kobalt Peter das wieder so hergerichtet hat. Das muss man ja auch irgendwo sehen, ist ja nicht immer Gang und Gäbe und er hat das perfekt gelöst. Ja, eine tolle Veranstaltung wieder beim MSC Fresach. Ja, und das Arco-Team, das war richtig erfolgreich. Heute schon wieder einen Platz in der MX Junior mit dem Christopher Irsegler B2 und jetzt der Bruno Dahmann zweimal Zweiter. Ja, und jetzt geht es noch weiter. Jetzt haben wir die Klasse der 85 und da haben wir ja auch einen Darko-Fahrer mit dabei und nachher geht es noch weiter in der Klasse der MX Junior. Genau so ist es und ich hoffe, dass wir da auch noch irgendwo erfolgreich sein, dass das Ganze zu einem super Abschluss kommt für alle Beteiligten und ich bedanke mich recht herzlich noch. Der 9. Platz geht an Lena Russa, Doppelstart, bravo Lena. 8. Mario Pircher, 7. Platz Marvin Jerome Müller. Dann der 6. Sam Sulzgruber. Dann mit dem 5. Platzierten Elias Berchtold. Wir dürfen herausbieten den 4. Platzierten Tobias Scharinger. 3. Platz bei der 65er Elias Ida. Platz 3. Und dann müssen wir mal laut hier werden, sehr laut in der Lokalmatador. Der Papa hat schon gesagt, der ist perfekt gefahren.
Ja, gestern großartiger Laufsieger, jetzt wieder Tageszweiter für das Taka Racing Team, Bruno Thalmann. Und der Sieger für MB Motors Junior Team auf Husqvarna, zweifacher Laufsieger und großartiger damit auch in der Tageswertung, maximale Punkte. Wir gratulieren Maurice Heidecker zum Doppelsieg. Nochmals auch danke an unseren Hauptsponsor bei MySport, MyStory, Motocross Euro Junior Cup, der Firma Liqui Moly. Da gibt es sich nicht nur diese Sachpreise, auch andere viele Unterstützungen. Die schütten da viel, viel auch finanziell dazu bei, tragen viel dazu bei. Also herzlichen Dank an unseren Hauptpartner Liqui Moly. Auch dafür einen großen Applaus, meine Damen und Herren, für die Unterstützungen. Und jetzt ein noch größerer Applaus für die Talente der Klasse bis 65 Kubikzentimeter. Bitte Applaus.